Woher kommst du denn? Türkei. Sicher? Sicher, natürlich. Woher komme ich denn? Aus Kartoffelstädten? Nein. Kartoffelstätten, oh, Alter. Was machst du überhaupt auf Chatroulette? Das ist doch nichts für dich eigentlich. Halt die Klappe, das ist mein Alter hier. Erstens, ich langweile mich. Zweitens, das juckt dich überhaupt nicht, du kleiner F Idiot, Pisser, Hurensohn, fick dich. Wow, ein kleines Kind. Ein kleines Kind. Scheiß Wanst, die es nicht schafft, sich normal auszudrücken. Die zeigt, die ist doch so blöd und zeigt mir ihr Gesicht und macht mich dann dumm. Das wirst du so bereuen, du kleiner Schandfleck, Alter. Warum versteckst du dein wunderschönes Gesicht? Ich habe kein wunderschönes Gesicht, ich bin vernarbt. Du bist vernarbt, ehrlich jetzt? Ich bin Deadpool, hallo? Sieht man das nicht? Kennst du mich noch? Guck dir das an. Nein, ja. Sehr nice. Die zweite Person, mit der ich rede, ist direkt jemand, den ich kenne. So, geil. Was ist mit dir los, Alter? Digga, was machst du da? Sitzt da einfach rum. Du stellst die wirklich wichtigen Fragen. Was ein Was Swagger. ein Lauch! Du Fettsack! Hä? Guck mal, wie du aussiehst! Fett? Das habe ich auch noch nicht gehört. Boah, wie locker! Was machst du da? Ich sehe nichts. Kannst du mit einer Lupe rangehen? Das war ein ekelhafter Typ. Zeig mir sein Gesicht und danach sein Pimmel. Gib mal deine Nummer. Hä, warum? Kopf an deinen Kopf und vielleicht bist du Kopf jetzt. Ja, irgendwann geht das Leben mal zu Ende. Doch Klingt ein bisschen wie vielleicht Summer Jam. bist du eine lebende Legende. Klingt ein bisschen wie Summer Jam, finde ich irgendwie. Ich habe eine Frage an dich, verstehe mich mal nicht falsch oder so. Hast du irgendwie Depression oder bist du vielleicht so psychisch krank? Jetzt verstehe mich nicht falsch. Wie? Hä? Ich war selber 10 Jahre in der Schule. Das ist sehr Jetzt gut. verstehe mich nicht falsch. Ich wurde da gemobbt wegen meinem Stottern, weil ich nicht so gut reden konnte. Jetzt verstehe ich es nicht falsch, aber sind das für Menschen, die einen mobben, nur weil weil dieser Typ am Stottern ist? Das stimmt, das geht Daran nicht. sieht man, dass die Menschen, Entschuldigung, dass ich jetzt so rede, Hurensohn und Schlappenkinder sind. Also über sowas lacht man eigentlich. Ja, aber guck mal, wenn du größer sein möchtest als diese Person und über diese Person drüber stehen möchtest, dann musst du versuchen, das zu ignorieren und was aus deinem Leben zu machen. Das ärgert diese Leute doch viel mehr, weißt du? Aber nein, du gibst den Leuten damit recht, indem du Depressionen bekommst oder dir vielleicht Depressionen einredest. Das weiß man nicht. Viele reden sich das nur ein. Ich will nicht sagen, dass du das machst, aber es ist bei vielen so. Und vielleicht, oder man vielleicht das als Ausrede hat, dass man nicht rausgehen kann, also nicht Leute kennenlernen kann oder nicht arbeiten oder was aus sich machen. Das liegt in deiner Hand, das zu ändern. Du kannst das ändern. Nur eine einzige Person kann das ändern. Das bist du. Wenn du es allein nicht schaffst, dann brauchst du Hilfe. Dann gibt es aber auch professionelle Hilfe, die man nehmen kann, wenn man wirklich im richtigen Loch ist und es überhaupt nicht rausschafft. Aber die Motivation muss bei dir liegen. Der erste Schritt, den machst du selbst. So, dieser erwartungsvolle Blick. Manche gucken hier so lüstern, so richtig so, warten drauf, dass irgendwas Geiles Wenn die passiert. den Mund aufhaben, dann wollen die einfach nur Schwanz. Verstörte Menschen. Das stimmt allerdings. Und was ist das für ein Salafistenbad? Was ist denn ein Salafist? Der dein Bad. Und genau deswegen freue ich mich, dass ich solche Leute auf meinem Kanal bloßstellen kann. Wie ungebildet und medienverblendet und nur weil die im Vollbart sehen, fangen die an, so eine Scheiße zu erzählen. Und dann klickt er weg, so die nach dem Motto, jetzt kann er mir nichts anhaben. Du bist auf ewig auf meinem Scheißkanal mit deiner Faschofresse. Jetzt überlegt euch zweimal, was ihr im Chatroulette macht, wenn ihr mich seht. Ihr kleine. Guck mal, ich habe irgendwie so ein Problem. Ich weiß nicht warum. Ich bekomme so einen Druck, als ob ich verstehe mich nicht falsch. Als ob einer meinen Schwanz so zudrücken würde. Der Hand oder so. Ein Schwanz. Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, ich Ja, weiß das. bisschen. Ich schreibe dir kurz etwas, weil man kann nicht alles am Telefon sagen. Weißt du, es gibt auch CIA und so einen Scheiß, warte mal.
CIA, wie kommst du auf sowas jetzt? Also, denkst du echt, die CIA chillt bei Chatroulette oder was? Police Department, third floor! Police Department, third floor! Wenn wir uns wiedersehen, dann muss sie deine Nippel durchs T-Shirt so hart zwirbeln, bis es wehtut. Da bin ich voll dabei. Ich mach über zu, meine Mutter und Geschwister machen auf. Ich mach zu, die machen auf. Und wenn die das aufmachen, dann bekomme ich hier einen starken Druck. Also nochmal. Die machen die Türen zu. Oder nein, nee, die lassen die Türen auf. Die lassen die Türen auf und du bekommst Druck auf deinem Schwanz oder was? Ja, ich bekomme einen starken Druck und das tut weh. Und bei mir muss überall Fenster, Türen zu sein. Und wenn das aufbindet. Ja, das klingt ja nicht so komisch. Du verarschst mich doch. Hast du mal versucht, wenn die Tür... Ich kann... Ja, das klingt... Nein, ich lach dich nicht aus. Ich will das nur verstehen. Das ist, klingt einfach witzig, das musst du zugeben so. Boah, geiles Lied, Mann. I'm blue. Oh Mann, meine Kindheit, Alter. Das war das erste Lied, was ich richtig gefeiert habe als Kind. Das werde ich nie vergessen. Ich war, glaube ich, so 7 oder 8 und dann kam meine Mutter rein und hat zu mir gesagt, kannst du dir wenigstens mal was anziehen? Und ich habe hier unten mit meinem kleinen Dödel so rumgewackelt und hat nur ein T-Shirt an. I'm blue. Sag Bushido hallo. Das ist nichts für Kinder, diese Plattform. Ist auch nicht für dich. Was? Stopp! Jetzt reicht es! Leute, das müsst ihr euch mal überlegen. Dieser Spast ist mit seinem kleinen Kind auf dieser Plattform und dann sagt ihm jemand ins Gesicht, dass es nichts für das Kind ist, dass der so ein unverantwortlicher Drecks ist und danach nicht mal eingehen kann und seine Eier mal aus der Hose holt, die er nicht hat. Keine Ahnung, wie das Kind überhaupt entstanden ist. Hat wahrscheinlich geklaut, dieser kleine und kommt mir dann noch mit Buffer. So eine kleine Luftnummer wie dich. Ich würde das Kind zum Jugendamt bringen, Alter. Würde denen zeigen, was du mit diesem armen Kind machst. Was ich das arme Kind hier geben muss. Und was es dich wahrscheinlich dann mit Fragen löchert, die du nicht beantworten kannst. Mit deinem nicht vorhandenen Scheiß-IQ. Du kannst nicht mal die Eier haben, sich dazu ordentlich zu äußern. Zu sagen, ja, stimmt. Oder wir machen hier nur Spaß. Wir halten ihm die Augen zu oder sowas. Nichts. Nicht mal eine Anstalt dazu. Was für ein Fehler. Ein Kind haben darf heutzutage. Yo, meine lieben Freunde, ist mal bei euer King Gia am Start für euch. Ihr seht schon, ich bin heute mal bei Chatroulette am Start. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Controller im Hintergrund. Würde ich mal sagen, meine lieben Freunde. Wie findet ihr das? Ein geiler Typ. Ich habe noch nie so eine krasse Vlog-Kamera gesehen. Bitteschön. Auf jeden Fall. Bitteschön. Hier seht ihr im Hintergrund ein paar Controller. Die sehen auf jeden Fall sehr, sehr krass aus, Bruder. Woher das Parra? Jetzt mal, ich bist du YouTuber, du siehst aus wie eben so ein YouTuber. Ich hau mich weg, ey, du bist ja sowas von genial. Du wirst der nächste Logan Paul für Deutsche. Ich hab einen Musikwunsch. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber dieses Push me, and then just touch me. I can get more satisfaction. Satisfaction. Push me, push, push, push. Ich erwarte einen Nippelswirbler, der sich gewaschen hat. Oh, Scheiße! Gut. Satisfaction. Push me, and then just touch me. Do I have it? Satisfaction. Ja, ich bin. Was bist du für ein Landsmann? Türke oder Arabe? Ich hab einen braunen Bart, der ist nicht schwarz. Warum soll ich ein Türke oder ein Araber sein? Weil du einen langen Bart hast? Weil du einen langen Bart hast, dann ist man gleich ein Türke oder ein Araber. Woher kommst du denn? Aus Türkei. Sicher? Sicher, natürlich. Woher komme ich denn? Aus Kartoffelstädten? Kartoffelstädten? Oh, Alter. Was machst du überhaupt auf Chatroulette? Das ist doch nichts für dich eigentlich. Halt die Klappe, das ist mein Alter hier.
Erstens, ich langweile mich. Zweitens, das juckt dich überhaupt nicht, du kleiner Idiot, Pisser, Hurensohn, fick dich. Wow. Du hast gerade mir dein Gesicht gezeigt und jetzt hat sie angefangen, mich zu beleidigen. Was ist das für ein Untermensch? Wow. Wow, ein kleines Kind. Ein kleines Kind. Es ist immer dasselbe, ne? Wir treffen hier Leute, die nichts anderes können, als andere zu beleidigen. Alter, wie kann denn ein kleines Mädchen und dann noch eine Türkin, ich kenne so viele korrekte Türken, scheiß Wanst, die es nicht schafft, sich normal auszudrücken. Die ist doch so blöd und zeigt mir ihr Gesicht und macht mich dann dumm. Das wirst du so bereuen, kleiner Schandfleck, Alter. Die Eltern, die würden dieses Mädchen durch die ganze Wohnung prügeln. Ich kenne genug Türken und ich weiß, wie die Eltern drauf sind. Wenn die Eltern wüssten, was die Tochter A auf so einer Plattform macht mit ihren 13 Jahren und B noch so zu Leuten ist, die würden sie sowas von durch die Wohnung schlagen. Die heutige Zensur für dieses Chatroulette-Video ist niemand Geringeres als der berühmteste Kerl, den es in meiner Stadt gibt, in welcher ich lebe. Leipzig. Jetzt könnt ihr zweimal überlegen. Nein, es ist nicht Katja Krasavitsch. Nein, es ist auch nicht Felix Barr. Und nein, es ist auch nicht Ben Laxer. Wer ist da noch übrig? Es gibt ja nur 5 berühmte Menschen in Leipzig. Richtig, es ist Andreas. Bam, bam, bam. Oder halt, stopp.